Hallo und herzlich willkommen bei einem neuen Video. Wir sind heute wieder im ETS2 unterwegs, im Singleplayer heute. Auf der 1.43, ja, eine neue Version ist jetzt draußen. Ist noch nicht im Multiplayer verfügbar, deswegen sind wir jetzt auch im Singleplayer unterwegs. Genau, dazu sage ich heute ein bisschen was und dann werde ich heute noch ein bisschen was zum LS22 Projekt sagen. Zum Miles XXL Projekt. Da wird auch noch was kommen. Auf jeden Fall, wir fahren heute von Osnabrück nach Duisburg. Wir haben 25 Tonnen geladen und zwar Diesel. Genau, da fahren wir jetzt hin. Ist jetzt nicht so eine lange Tour, aber wir fahren schön chillig, weil ich habe heute doch links einiges halten, zum Sagen. So, dann fangen wir direkt mal an. Und zwar mit den ETS2 News. Ja, die 1.43 ist seit vorgestern draußen. Ja, so circa. Ja, ist sie jetzt draußen. Im Multiplayer geht es noch nicht. Also in Truck SMP, im SCS Multiplayer geht schon. Die Pro Mods gibt es leider für die 1.43 auch noch nicht. Deswegen sind wir jetzt auf der normalen Karte unterwegs. Was jetzt genau alles bei der 1.43 alles neu dazugekommen ist, kann ich nicht mal sagen. Also, ein MAN, neuer MAN-LKW sollte hinzugefügt worden sein. Habe ich aber selber noch nicht geschaut. Ich habe das bloß gehört. Das müsste aber stimmen. Wird hinzugefügt. Neuer LKW. Besser gesagt, ein neues Modell. Dann, wenn man unter Aufträge. Also man geht ESC Aufträge und dort sind unten in, die Reiter ein bisschen anders da. Die schauen ein bisschen anders da aus, aber ist jetzt keine so große Änderung. Und sonst weiß ich eigentlich gerade nichts. Bitte links halten. Ich spiele auch ETS zurzeit nicht so oft, deswegen kann ich auch nicht sagen, was noch anders da ist. Aber ich denke mal, das sind so die größten Änderungen, wo es gegeben hat. Wo mir halt jetzt auch aufgefallen sind. Genau. Dann, das war jetzt ETS-mäßig alles. Dann kommen wir zu LS. Zum Projekt. Zum MySXXL-Projekt. Dort war ich gestern Abend wieder live. War eigentlich ganz chillig. Da haben wir einige Felder gehäckselt wieder. Und ja, das ist ja auf jeden Fall auch ein geiles Projekt, muss ich sagen. Ja, jetzt demnächst müssen wir da wieder Felder ansehen, also kurbeln und ansehen wieder. Aber auf jeden Fall danke nochmal, muss ich echt nochmal danke sagen. Erstmal noch für 400 Abonnenten, dass wir die geknackt haben. Danke dafür erstmal. Und dann danke, dass so viele wirklich bei dem Projekt mitmachen im LS22. Wir waren gestern, ja, am Anfang zwar noch nicht 16 Leute, aber dann, ja, ich sage nochmal eine Stunde später, so circa, nicht mal eine halbe, waren wir 16 Leute einfach am Server. Und das 16 Leute bis zum Schluss, oder fast bis zum Schluss, das ist auf jeden Fall stark. Deswegen danke auf jeden Fall dafür. Ja, deswegen, das Projekt wird auf jeden Fall weitergehen. Eventuell heute Abend schon. Wobei, da muss ich erstmal noch schauen, weil da müssten wir eigentlich Felder ansehen, Gruppen ansehen. Dann muss ich noch die Traktoren schön wieder hinstellen, weil und dann die Ausfahrt rechts, ja, die stehen alle zurzeit nicht mehr so schön dort. Deswegen muss ich mal schauen. Die Ausfahrt rechts. Aber ich werde auf jeden Fall heute Abend live sein, ab 20 Uhr. Ich werde den Stream dann auch wieder ein bisschen vorher ankündigen, dann wisst ihr auch, was ich spielen werde. Genau. Weil ich weiß gerade selber noch nicht, was wir spielen werden. Genau, ansonsten, wenn euch die Videos gefallen, könnt ihr auch gerne ein Abo und Like da lassen, Glocke aktivieren, um nichts mehr zu verpassen. Ja, es kommt jeden Montag und Freitag ein LS22 Video und jeden Mittwoch und Samstag ein ETS2 Video. Die Videos kommen immer um 16 Uhr und am Samstag bin ich dann auch noch zusätzlich immer live ab 20 Uhr. Jetzt diese Woche war ich öfters unter der Woche live am Montag und jetzt gestern bin ich ja eigentlich sonst nicht live. Das lag daran, weil ich Schule hatte, Berufsschule.
Und da muss ich immer nicht so früh aufstehen, da geht das schon. Aber jetzt nächste Woche und übernächste Woche muss ich wieder arbeiten, da haut es dann nicht hin. Aber dann zu Weihnachten oder über Weihnachten, über die Weihnachtsfeiertage, also Weihnachten, Silvester, ja, Weihnachten, Silvester, Drei Könige, bis zu den Heiligen Drei Königen, da habe ich auf jeden Fall Urlaub und da, werden wir auf jeden Fall öfters live sein. Das steht schon mal fest. Wann genau, kann ich noch nicht mal sagen. Aber wir werden öfters live sein. Genau. Das auf jeden Fall zudem schon mal. Wie es dann genau ausschaut, wie, wann ich live bin, wann die Videos kommen und so weiter, das erfahrt ihr dann später mal noch. Der 24. Dezember, soweit ich weiß, ist ja heuer an dem Freitag, genau. Deswegen da wird dann auch kein Video um 16 Uhr kommen am Freitag. Das werde ich dann vorverlegen, so auf, ja, weiß ich noch nicht, 10, 11 oder so. Muss ich aber auch mal noch schauen. Genau. Ansonsten gibt es jetzt eigentlich nichts mehr, was ich euch noch sagen wollte. Nee, ich glaube, alles ist schon gesagt. Ja, genau, das LS22-Projekt, das geht auf jeden Fall ab, muss ich sagen. Da haben wir, wenn der Server offen ist, eigentlich schon ziemlich oft 16 Leute droben. Genau. Deswegen, das ist auf jeden Fall geil, dass ihr da alle mitmacht. Genau. Sonderler, jetzt sind wir auch gleich schon wieder da. Das passt eigentlich ziemlich gut. Ja, genau. Wie gesagt, heute Abend werde ich auch live sein, ab 20 Uhr. Was wir spielen werden, kann ich noch nicht sagen. Hoppala, was ein bisschen zu schnell rum geht. Ist gegangen. Aber wir werden auf jeden Fall live sein. Ja, genau. Vielleicht probieren wir mal ein anderes oder ein anderes oder neues Spiel aus, was ich so noch nicht gestreamt habe. Ich könnte mir jetzt auch mal gut vorstellen, dass wir R6 streamen. Oder R6, wie man es auch immer sagen will. Dass wir das mal streamen. Oder vielleicht mal Fortnite wieder streamen. Wobei, weiß ich jetzt nicht. Einfach überraschen lassen, was heute Abend kommt. Ich weiß es selber noch nicht, deswegen. Also wenn ich das Video nämlich jetzt einen halben Tag vorher auf, sage ich jetzt mal, da weiß ich es noch nicht, aber dann, wenn das Video draußen ist, dann ja, sollte ich schon wissen, weil dann fängt ja schon fast das Stream an. Genau. Dann jetzt einmal noch links abbiegen. Einmal links rum. Und dann, oh, da Feuerwehr ist da. Und dann rechts abbiegen. Wo müssen wir das hinstellen? Da hinten irgendwo, okay. Dann stellen wir das noch schön hin. Sadala. Hoppala. Nicht so. Genau. So schaut es doch. Ja, fast gut aus. Ja, bitte. Happy. Hoppala. Wir haben ja Kollision. Stimmt, wir sind ja im Singleplayer. Wir sind ja im Singleplayer. Das, ja. Vergisst man leicht, wenn man durch den neuen Multiplayer spielt. Und da ist, haben die halt alle keine Kollision. Naja, auf jeden Fall würde ich sagen, was ist jetzt mit dem Video für heute. Wir sehen uns dann heute Abend ab 20 Uhr im Stream. Bis dahin. Ciao.